Natürlich gibt es Dinge, die wir nicht geschafft haben. Aber wir haben alles geschafft, was der Konvent uns aufgetragen hat. Und jetzt geht es um die Frage, dass die Partei diese Waagschale bewertet. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn die Mitglieder hier mit Ja stimmen. Allerdings habe ich eher den Eindruck, dass die CDU uns ein bisschen Honig um den Mund schmieren wollte, weil sie ja wussten, dass wir darüber abstimmen, und bin deswegen weiterhin skeptisch und werde wahrscheinlich mit Nein stimmen. Ich war ziemlich pari-pari, wie ich abstimmen wollte. Ich werde jetzt für Ja stimmen. Er will doch nur regieren. SPD-Chef Sigmar Gabriel bettelt und bittet und streitet um die Ja-Stimmen seiner Partei zur Großen Koalition. Wie heute Abend auf der ersten Regionalkonferenz nach dem Koalitionsvertrag, haben wir ja gerade gesehen und gehört. Guten Abend aus Berlin, willkommen zur Phoenix-Runde. Mehr als 473.000 Mitglieder sollen Schwarz-Rot ihren Segen geben. Belastbare Umfragen, wie der Mitgliederentscheid ausgehen könnte, gibt es nicht. Also, es wird spannend. Koalition in der Warteschleife. Wie entscheiden die Genossen? Das ist mein Thema heute. Und hier sind meine Gäste. Gero Neugebauer. Er ist Parteienforscher am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und kennt sich besonders mit der politischen Entwicklung der SPD aus. Anita Fünfinger, sie ist Korrespondentin des Bayerischen Rundfunks im ARD-Hauptstadtstudio, ebenso Innenpolitik- und SPD-Kennerin. Nico Fried, Leiter des Parlamentsbüros der Süddeutschen Zeitung. Und Johannes Kahrs, er ist Sprecher des Seeheimer Kreises, dem rechten Flügel der SPD-Fraktion. Herr Kahrs, Gabriel konnte Sie, soweit ich weiß, schon überzeugen. Sie sagen ja. Also ich werde nach Lektüre dieses Vertrages Ja sagen. Ich glaube, da sind viele gute Sachen drin, die auch für viele Menschen in diesem Land was bringen. Es fehlt einiges und es ärgert einen manches. Aber das ist nun mal so, mit 25% können Sie nicht 100% SPD durchsetzen. Und ich glaube, diese Erkenntnis dämmert vielen. Fehlt Ihnen mehr Bekenntnis zur Homo-Ehe? Sie sind Beauftragter für Schwul und Lesben in der SPD-Fraktion. Hätten Sie sich da gewünscht, dass da tatsächlich mehr passiert? Klar, es gab vorher von Merkel und Kauder eine klare Ansage. Da gibt es null, gar nichts, überhaupt nichts. Mhm. Und dann ist zum Schluss noch mal Sigmar Gabriel da eingestiegen. Und was es jetzt geben soll, ist eben die rechtliche Gleichstellung von Partnerschaften, aber eben nicht die Öffnung der Ehe, also dieser Begriff Ehe und im ganzen Bereich Adoption nichts. Das sind zwei Symbole für die CDU, da ging überhaupt gar nichts. Das finde ich bedauerlich. Ich meine, Elisabeth II. Hat sowas gerade in England unterschrieben und die Konservativen in England haben es durchgesetzt. Ich verstehe nicht, warum Frau Merkel da rückständiger sein will. Aber das ist eben ein Bereich, der einen ärgern kann, genauso wie bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Das hätte man auch gleich ganz machen können. Aber vielleicht braucht die Union noch die ein oder andere Dekade für sowas. Und deswegen war es für Sie kein Grund, aus diesen Gründen Nein zu sagen, sondern Sie hoffen da noch auf Veränderungen, sollte es zu dieser Koalition kommen? Also ich glaube, dass man vier Jahre regiert und guckt, ob man gemeinsam in den Bereichen noch was machen kann. Es gibt ja auch Kollegen in der Union, die nicht ganz so rückständig sind. Und zum anderen ist es so, dass sie dann Fortschritt haben, weil sie die rechtliche Gleichstellung von eingetragenen Partnerschaften haben. Mhm. Das ist wie immer in dieser ganzen Frage, ja, Schritt für Schritt trotzt man der Union etwas ab. Wir haben nur 25% gekriegt. Das ist das, was ging. Wir hätten gerne mehr gehabt. An Frau Merkel sind wir jetzt jedenfalls gescheitert. Frau Fünfinger, nun hat der Gabriel heute noch mal für seine Sache geworben, für die Sache der Partei. Es gab eben, wie wir eben gesehen haben, die erste Regionalkonferenz nach dem Koalitionsvertrag. Glauben Sie, dass ihm da schon Überzeugungsarbeit gelungen konnte oder auch noch gelingen kann? Also ich finde ja, dass er das durchaus schon bewiesen hat, in den letzten Tagen und Wochen dafür zu werben, auch als noch nicht bekannt war, was denn nun rauskommt aus diesem Koalitionsvertrag. Hat man auch bei dem Parteitag in Leipzig schon gemerkt, da kämpft jemand schon sehr stark und spielt auch mit dem Herzen der Partei. Das merkt man bei ihm, glaube ich, immer sehr, sehr gut. Vielleicht kann Herr Kahrs das auch besser beantworten. Aber da ist jemand, der jetzt genau weiß, er muss einerseits die Beschlüsse verkaufen und andererseits aber der SPD klar machen, mehr war nun wirklich nicht drin. Und ich finde, bis dahin hat er das ganz gut gemacht. Ja, Herr Fried, diese Sagt-Ja-Tour geht jetzt noch weiter. Das war jetzt erst der Beginn. Aber es werden ja eigentlich nur einige wenige direkt erreicht. Kann das reichen?
Das ist sicherlich ein Problem sowohl für die Parteiführung, die auf diesen Regionalkonferenzen mit Hunderten, was nach viel klingt, aber gemessen an der gesamten Mitgliederzahl natürlich nicht so viel ist, die mit diesen Leuten spricht. Das ist auch ein Problem für uns. Es ist ja eine ungewöhnliche Situation, dass es eine Abstimmung, eine Wahl gibt, zu der es keine offiziellen Umfragen gibt. Wir fühlen uns schon ganz nackt, wir Journalisten. Mhm. Wir wissen gar nicht, wie wir was beurteilen können. Aber natürlich ist der Hintergedanke auch der, dass die Leute aus diesen Regionalkonferenzen rausgehen in ihre Ortsvereine und dann mit den Leuten reden und so Überzeugungsarbeit in Form von Mund-zu-Mund-Propaganda machen. Mhm. Muss man sehen. Es ist sehr schwer einzuschätzen, finde ich, wie diese Sache ausgeht. Herr Neugebauer, es ist ja auch tatsächlich das erste Mal, dass das in dieser Form so stattfindet. Könnte man glauben, dass die SPD, weil man es so schwer einschätzen kann, langsam auch Angst vor der eigenen Courage bekommen könnte? Nein, wieso? Eine Parteiführung handelt im Auftrag ihrer Mitglieder. Sie geht in eine Wahl, sie kommt mit einem Ergebnis raus. Und wenn sie dann meint, zu verhandeln zu müssen, sich dafür aber die Legitimation der Mitglieder zu verschaffen, ist das völlig okay. Denn eine Partei ist nur dann funktionsfähig und möglicherweise auch erfolgreich, wenn es zwischen Führung und Mitgliedschaft keine großen Differenzen in wichtigen politischen Fragen gibt. Und insofern ist das gewählte Verfahren durchaus ein angemessenes für auch eine Partei, die sich als Mitgliederpartei versteht. Aber es entscheiden ja tatsächlich am Ende wenige Tausende über das, was in Deutschland für über 80 Millionen Menschen am Ende passieren soll. Nun gut, wir wissen, 17% sind überhaupt nicht, der abgegebenen gültigen Stimmen sind nicht im Parlament repräsentiert. Die Opposition hat dann die weiteren 70, der Rest ist versammelt in der Regierung. Das heißt, ein ganzer Teil derer, die gewählt haben und ihre Meinung ausdrücken, sind schon einmal nicht drin. Aber das Zweite ist, es ist wirklich irrelevant, denn es ist nirgendwo vorgesehen, dass abgesehen von gescheiterten Wahlrechtsvorschlägen, von zum Beispiel von Parteirechtlern, die gesagt haben, man muss nach einer Wahl dann nochmal durch eine zweite Wahl die Koalition abstimmen lassen, dass irgendwo steht, sowas ist nicht drin. Und insofern halte ich das dafür aus legitim. Also 20% heißt, na gut, das sind dann 94.600 und davon müssen mindestens 51% oder 50% plus eine Stimme dafür abstimmen. Dafür oder dagegen sein, das mag ein wenig erscheinen. Aber für die Partei ist es die Legitimation, für die Parteiführung die Legitimation, die sie braucht und die sie auch zugesagt hat. Es ist ja nicht so ein Coup wie früher mal, als in den 90er Jahren sich drei wichtige SPD-Leute verabredet haben, um einen vierten daran zu hindern, zur Parteispitze zu kommen. Das ist, wenn das so hier der Fall wäre, würde ich sagen, nee, das stinkt, aber hier nicht. Wie viel Angst hat tatsächlich die SPD oder haben die Ja-Sager in der SPD vor diesem Entscheid? Also ich glaube, man muss dafür werben. Ich glaube aber auch, dass auch am Ende ein Nein möglich ist, weil man kennt halt eben nur 30% der Mitglieder, die man trifft. Da gibt es eben auch viele, die man noch nie getroffen hat. Das ist wie in jeder Großorganisation so. Und deswegen ist es eben wichtig, dass es solche Sendungen gibt, dass darüber geschrieben wird, dass diese Diskussion stattfindet. Und ich glaube, über Koalitionsverträge ist in Deutschland noch nie so lange und so intensiv gestritten worden wie jetzt. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die das erste Mal richtig lesen, auch in der Breite, ich glaube, dass es eine tolle Sache ist, weil auch bei uns in der Partei die Leute sich ernst genommen fühlen. Es kommen welche, die sagen, mit meiner Stimme gibt es diesen Punkt nicht, da mache ich nicht mit. Und da erinnert Sigmar Gabriel eben dran. Man muss jeder für sich so entscheiden, als wäre er Vorsitzender, muss ein Gesamtpaket bewerten. Aber kann das wirklich tatsächlich jeder? Wir sprechen ja über sehr viele Mitglieder, die oft überhaupt nicht aktiv sind, sondern einfach nur in der SPD sind. Deswegen kriegen Sie diesen Koalitionsvertrag ja zugeschickt. Hätte man auch runterladen können, ich habe ihn auch. Ja, aber nicht jeder hat nun mal sowas, deswegen schicken wir ihn einmal zu. Jeder, der will, kriegt ihn auch runtergeladen, kriegt ihn gemailt, also auf allen Wegen. Und dann soll er gelesen werden und diskutiert werden. Das ist für uns ein Experiment, aber ich merke schon, wie lebendig das die eigene Partei macht. Und ich halte das für eine aufregende Geschichte. Und wenn dann aber jeder sich so fühlen soll bei seiner Entscheidung, wie ein Delegierter auf dem Bundesparteitag oder wie ein Bundesvorsitzender, weil er ja mitentscheidet, dann ist es auch eine Verantwortung, nicht nur über den eigenen Punkt, das eigene Herzthema, wie bei mir, abzustimmen, sondern das große Ganze zu sehen. Und das ist die Verantwortung, die dahinter steckt. Und ich glaube, dass Sigmar Gabriel das großartig macht, die Partei auch mitnimmt. Und ich glaube, die Partei profitiert auch davon, dass sie mitentscheiden kann. Bei der CDU hat es ja nicht mal zum Parteitag gereicht. Da gibt es ja nur einen kleinen Parteitag, der darüber entscheidet. Da entscheiden ganz wenige. Und bei uns die ganze Partei. Eine bessere Werbung für die SPD kann es doch gar nicht geben. Aber werden nicht tatsächlich viele eher aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden? Also ich bezweifle, dass jetzt jeder tatsächlich diese 187 Seiten da durchliest und sagt, gut, mein Thema ist jetzt nicht dabei.
aber ich finde es trotzdem okay. Ist es nicht oft auch so ein Bauchgefühl? Oder auch zu sagen, nee, Gabriel eher nicht, ich bin noch Willy Brandt-Anhänger? Glauben Sie, dass bei einer Bundestagswahl alle Wähler die Wahlprogramme aller Parteien gelesen haben und sich dann wissenschaftlich mit beschäftigt haben und dann entschieden haben? Auch da entscheiden viele mit Bauchgefühl. Das ist natürlich so. Aber wir als Partei sind jetzt in der Pflicht, auch gerade als Funktionäre, als Abgeordnete, rumzugehen, zu diskutieren. Ich mache Hausbesuche, ich mache kleinere Veranstaltungen, größere. Das ist jetzt für uns 2 Wochen harter Wahlkampf innerhalb der Partei, das zu erklären. Und es gibt auch Leute, die sind skeptischer. Das ist vollkommen in Ordnung. Und auch wenn man mit Nein stimmt, ist das in Ordnung, wenn man seine Gründe hat. Aber dass wir, die wir das jetzt hier auch mit verhandelt haben, das auch vertreten, mit all dem Negativen, was da drin ist, mit all dem Ärger, den wir haben. Aber in der Gesamtschau dann sagen, kommen wir am Ende zu einer Zustimmung. Das finde ich geradezu großartig. Ich würde trotzdem 2 Einwände machen. Der erste Einwand, Gabriel hat auf dem Parteitag die Delegierten und die Mitglieder aufgefordert, bei ihrer Entscheidung sich so zu verhalten, als ob sie Parteivorsitzende wären. Das ist irgendwie Nonsens, weil das Spektrum an Verantwortung, was ein Parteivorsitzender hat, zumal auch mit einer möglichen Regierungsperspektive, ist ein ganz erfordert oder besser gesagt, setzt ein ganz anderes Denken über das Papier voraus als das normale Mitglied, das in der Tat in der Regel nicht lesen wird, was ihm dazu kommt. Er wird durchblättern und dann guckt er beim Kapitelunterschrift, wo es hingeht. Und das Zweite, was ganz kurz, auch wichtig zu dem Ersten. In der Sache, glaube ich, ist das so. Aber es ist natürlich so, die Aufforderung gewesen, nicht bei seinem Lieblingsthema. Also jeder hat ja was, Frage, was er will, da stehen zu bleiben, sondern sich auch die anderen Sachen anzugucken. Das strapaziert die Mitglieder. Wir wissen aus Untersuchungen über Wählerverhalten, ungefähr die Hälfte der Wähler wissen nicht richtig, Erststimme, Zweistimme, Unterschiede. Trotzdem instinktiv treffen sie die richtige Entscheidung, nämlich die politische Gewichtung. Also der Einzelne mag vielleicht blöd sein, aber als Kollektiv läuft das schon. Und das Zweite ist, natürlich kann ich da lesen, da ist jetzt dieser und jeder Politikbereich drin, aber bitteschön, ich habe keine Aufteilung über die Ressorts. Ich will ja gar nicht wissen, ob nun Frau A oder Herr B da der Minister wird, sondern ich will wissen, welches Ressort gehört denn eigentlich nun zur Sozialdemokratie. Frau Nahles wird belobt, weil sie in Arbeit und Soziales so gut verhandelt hat. Aber wenn sie nun Fraktionsvorsitzende wird, wer wird das dann denn? Also insofern ist immer auch mit der Gewichtung der Themenfelder, insbesondere dann, wenn sie sozialdemokratisches Ogu haben, immer verknüpft, ja, kommt denn da auch eine Person, die stark genug ist, das durchzusetzen? Oder tragen die dann alle hinten in der Prozession hinter der Kanzlerin hinterher und machen dann irgendwo man nur eine Pressekonferenz. Also ich hätte es auch gerne gewusst, muss ich ehrlich sagen. Ja, Sie wollen ja immer schon Finanzminister gleich. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nichts. Und ich glaube auch, dass viele drüber reden, auch nichts wissen. Mhm. Im Kern, glaube ich, ist es so, dass ich es überall erlebe, auch bei den Mitgliedern. Und Sigmar Gabriel sagt es ja auch, immer wieder wird gesagt, lass uns über die Inhalte entscheiden und nicht über die Person. Mag ich den nicht. Aber diese Personen machen doch Inhalte. Ja. Aber es gibt diesen Wunsch, bei unseren Mitgliedern. Und im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, jede Partei kann nach ihrer Einschätzung das mitteilen. So, das heißt, die SPD hat gesagt, sie will es im Moment nicht, weil sie will, dass unabhängig von Personen gesprochen wird über das, was da steht. Weil das war der Wunsch der Basis. Ich hätte mir das anders vorstellen können, aber wenn das so ist, dann soll das so sein. Halten Sie das für einen klugen Schachzug? Die Personen noch nicht zu benennen, da kann ich schlecht einschätzen, was dann tatsächlich 470.000 Menschen denken. Müssen die jetzt tatsächlich wissen, dass das Ministerium Y die Frau X oder der Herr Z hat? Aber wenn man damit argumentiert, bei uns geht es immer nur um Sachinhalte. Wir reden nur über die Inhalte und wir klammern uns nicht an Personen. Dann muss man das jetzt einfach so hinnehmen. Mhm. Und ich kann mir schon gut vorstellen, Herr Kahrs, die SPD ist eine diskussionsfreudige Partei. Und jetzt stellen Sie sich vor, das Ministerium X hat ausgerechnet die, wer auch immer das ist. Und dann geht es plötzlich nicht mehr, obwohl man mit den Inhalten einverstanden wäre. Das halte ich tatsächlich für schwierig. Insofern finde ich das schon eine kluge Entscheidung. Wer sind denn eigentlich die SPD-Mitglieder? Über wen sprechen wir da? Es sind tatsächlich meist mehr als die Hälfte über 60, die schon lange dabei sind oder teilweise jetzt sogar neu eingetreten sind. Über wen sprechen wir da genau? Also ich war am vergangenen Wochenende bei 2 dieser Regionalkonferenzen in Süddeutschland, die vor Abschluss des Koalitionsvertrages abgehalten wurden. Und da muss man schon sagen, in der aktiven Schicht, die auch am Wochenende an einem Samstag zu so einer Veranstaltung geht, sind viele alte Männer. Und das sind auch die Ersten, die sich am Mikrofon melden. Und das sind auch diejenigen, die mit diesen Beschlüssen dieses Koalitionsvertrages ziemlich gut leben. Und dann noch einige Mütter, wie wir wissen. Die jüngere Generation nicht so sehr.
Die Jüngeren, die sich melden, oder anders, die Älteren, die sich melden, fragen sehr stark nach Inhalten. Die Jüngeren, die sich melden, fragen nach der politischen Strategie. Und insbesondere auch, warum macht ihr eigentlich nicht Rot-Rot-Grün? Da kommt man ja vielleicht gleich noch drauf, auf diese Argumente. Aber es gibt einfach einen ganz großen Anteil Mitglieder in der SPD, die, ich weiß gar nicht, ob die SPD selber die kennt. Ja? Und wahrscheinlich gibt es sogar einige Mitglieder, die überhaupt jetzt erst durch die Einladung zum Mitgliederentscheid wieder feststellen, dass sie Mitglied der SPD sind. Natürlich gibt es da viele, die wirklich nur in der Kartei stehen. Und das macht die Sache auch so schwer berechenbar. Und es ist die Erfahrung von solchen, in Anführungszeichen, Volksentscheiden, ist ja die, dass wer gegen etwas ist, leichter mobilisiert als derjenige und diejenigen, die für etwas sind. Das ist auch ein Faktor, der die Sache unberechenbar macht. Und dann gibt es noch ein letztes. Jeder von uns kennt das. Man legt einen Brief, den man abschicken will, vor die Haustür auf irgendein Regal und sagt, den nehme ich morgen mit. Und dann läuft man 3 Tage dran vorbei. Und plötzlich ist der Einsendeschluss rum. Also es gibt auch so einen irrationalen Faktor in dieser Abstimmung. Aber es macht die Sache natürlich auch schön spannend. Ist wie bei einer Bundestagswahl. Ja, wobei nur dann, wenn Sie Briefwahl machen. Also ich meine, den Wahltermin, den kriegt man dann schon noch mit. Aber es stimmt schon bei vielen. Dort geht man eben aktiv hin. Also wie ist das auch einzuschätzen, dass tatsächlich jetzt die SPD-Mitglieder 2 Wochen Zeit haben, da Briefwahlunterlagen bekommen, diesen Koalitionsvertrag bekommen, in ihrem Kämmerchen sitzen, sich vielleicht mit der Frau beraten oder mit dem Sohn und ja, eigentlich wirklich aus dem Bauch heraus letztendlich entscheiden. Und gar nicht da jetzt vielleicht noch jemand ist, der sagen könnte, du hör dir doch mein Argument noch an. Also ich kenne keine Gliederung der SPD, die das jetzt nicht diskutiert. Mhm. Also ob es die Arbeitnehmer, die Frauen sind, die Jusos, die Ortsvereine, die sind alle wie elektrisiert, sie haben Veranstaltungen. Ich weiß gar nicht, wo ich noch als Referent überall hingehen soll. Wir diskutieren das und ich glaube, dass das einfach eine ganz großartige Geschichte ist. Und es wird welche geben, die sitzen zu Hause und allein und gucken sich das an. Deswegen, glaube ich, muss man das auch kommentieren. Und deswegen ist ja auch diese öffentliche Diskussion so gut. Aber ich glaube, dass die Partei dadurch sehr stark aktiviert wird. Und die Wahlkampf gemacht haben, die da gestanden haben, jetzt auch die Möglichkeit haben, mitzuentscheiden. Und viele haben einfach gedacht, naja, für einen Wahlkampf sind wir gut genug. Und wenn das Ergebnis da ist, dann machen die Jungs in Berlin irgendwie alles, wie sie irgendwie wollen. Und das ist es eben nicht. Und ich glaube, dass es ein Experiment ist. Und wenn das jetzt glückt, dann werden sich die Grünen in Hessen oder bei anderen Wahlen, die anderen Parteien, sich das auch überlegen. Sind Sie ein Pilotprojekt? Ich glaube, dass Sigmar Gabriel, weil er die Situation kannte mit der letzten großen Koalition und wie groß die Unzufriedenheit in der SPD damit war, dass er jetzt gesagt hat, wenn wir nicht 4 Jahre lang diese Dauerdiskussion haben, Funktionärsentscheidung und wir wollten das gar nicht und wir haben den Wahlkampf gemacht, dass man das jetzt dadurch hinbekommt, dass die SPD geschlossen später dann auch in diese große Koalition geht, was dann auch besser ist, um auch positiv und erfolgreich aus dieser großen Koalition herauszukommen, als die CDU, die nie gefragt wird. Darf ich den Begriff des Pilotprojektes gerade mal kurz aufgreifen? Ja, wenn es darum geht, einen Entscheid über einen Koalitionsvertrag zu machen. Nein, wenn Sie sich erinnern an die Abstimmung in der FDP über die Europolitik. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das war auch eine Frage, die sehr an die Substanz der Partei ging. Und mit einem, wie ich finde, hochinteressanten und, wenn wir uns richtig erinnern, auch doch eher überraschenden Ergebnis, dass die Parteiführung sich sehr deutlich damals, und ich meine, das war immer die FDP-Parteiführung, von der man ja damals nicht sagen konnte, dass sie sehr geschlossen war, im Gegensatz jetzt zur SPD, die sinken ja schon wieder gemeinsam bei der SPD, hat die FDP-Parteiführung sich durchgesetzt in einer Frage, wo man auch sagen kann, weil sie immer sagen, aus dem Bauch heraus, wo viele FDP-Mitglieder auch aus dem Bauch heraus mit Sicherheit der Meinung waren, also diese ganze Euro-Rettung, das hat mit liberaler Politik nichts zu tun. Und trotzdem war das Ergebnis so, in einer Partei, die sicherlich, gut, die ist viel kleiner, aber die mit Sicherheit auch nicht viel besser organisiert ist oder aktiver ist, als es die SPD jetzt so in den letzten Jahren war. Ja, und dann ist die Frage, wie prallen jetzt rationale gegen emotionale Argumente aufeinander? Wenn jemand sagt, mir passen die Inhalte nicht, die sind nicht sozialdemokratisch genug, und jetzt meine ich nicht diese abgeflachte christdemokratische Version von Sozialdemokratie, sondern da fehlen mir diese Sachen. Und andere sagen aber eher, und da haben wir ja diesen Strang in der Argumentation seit dem Bundesparteitag, vor allen Dingen seit der zweiten Gabriel-Rede, du schadest der Partei. Du fügst dir schweren Schaden zu, du zwingst sie vielleicht in Neuwahlen und dann landen wir nicht mehr im Keller, sondern in einer Kanalisation. Also bitteschön, stell mal deine Bedenken hinten an und handle aus Parteiräson.
Ich glaube, dass es gibt einen etwas anderen Gegensatz, glaube ich, bei dem, was das Gefühl angeht. Und zwar gibt es wahrscheinlich die allermeisten in der SPD werden rational akzeptieren, dass gemessen an 25% hier viel erreicht wurde. Aber es gibt so eine Grundstimmung in der SPD, nicht wieder mit Merkel. Das ist eine reine Gefühlssache. Und da hätte man bei vielen von denen, hätte die SPD wahrscheinlich noch mehr rausverhandeln können. Die wollen das einfach nicht. Da gibt es einfach eine körperliche, psychische, weiß nicht was, Abneigung, noch mal in dieses demütigende Verhältnis zu gehen und dann auch noch mit diesem deutlichen Unterschied. Da wird es auch sehr schwer, dagegen anzuargumentieren. Es gibt eine schöne Karikatur, eine vergrößerte Raute. Dann zwei Gitterstäbe, ja, Merkel-Raute, zwei Gitterstäbe und dahinter das Gesicht von Gabriel. Und das ist ungefähr auch dieses Gefühl, dass wir sind dann in der Hand von Merkel, sagen sich die, die so argumentieren. Ja, klar. Also, und man hat ja geworben mit Regierungsverantwortung. Also nicht mehr Merkel, wir wollen Wechsel haben, wir wollen hier die Regierungsverantwortung haben, aber das wäre es ja nun wirklich nicht. Also wir haben damit geworben, Per Steinbrück, dass er Kanzler eines Landes sein will, was vorhat. Und Frau Merkel hat damit geworben, dass alles so bleibt, wie es ist. Keine Experimente. Sie hat scheint eher den Zeitgeist getroffen als wir. Aber ich glaube, dass eine Koalition 4 Jahre dauert. Und die Frage ist, wie man auch aus so einer Koalition rauskommt. Und das hängt davon ab, wie die Partei agiert und was man nachher durchsetzen kann. In der ersten großen Koalition waren wir erfolgreich, in der zweiten großen Koalition sind wir untergegangen, jedenfalls bei den Wahlen. Und jetzt in der dritten großen Koalition muss man mal schauen. Aber das hängt eben auch von uns ab, wie wir in diese Koalition reingehen, was wir umsetzen. Und ich glaube, dass Frau Merkel es nicht so einfach, freundlich und schön haben wird, wie sie es vielleicht bei der letzten großen Koalition hatte. Ja. Es sah so aus, als wenn Sie was sagen wollen. Offensichtlich, nee, im Moment nicht. Aber ich denke tatsächlich auch über dieses Gefühl lange nach, weil ich mich die ganze Zeit frage und noch keine Antwort habe. Vielleicht hat Herr Kaas mir eine. Warum eigentlich diese Angst immer noch so groß ist vor der bösen, bösen Frau Merkel, die Koalitionspartner frisst? Und ich finde, das ist tatsächlich ganz deutlich zu spüren, wenn man sich mit Sozialdemokraten unterhält, auf dem Parteitag, bei ganz normalen Delegierten. Ja, kann schon sein, dass wir gute Ergebnisse haben, aber wir werden doch nicht noch einmal untergehen. Wie tief sitzt diese Angst tatsächlich? Und ich verstehe sie schlichtweg nicht. Ich glaube, das ist nicht die Angst, ich glaube, das ist Frust. Die haben das Gefühl gehabt in der letzten großen Koalition, dass wir hervorragende Minister hatten. Die haben einen super Job abgeliefert und die haben Ergebnisse abgeliefert, die dieses Land mit vorangebracht haben, genau wie die rot-grüne Regierung vorher. Und dann sind wir da rausgegangen. Und da kann man auch vieles sagen, dass die SPD auch vieles falsch gemacht hat, auch in dem Auftritt nach außen. Aber nach dem Gefühl vieler bei uns ist man damit mit guter Arbeit bei 23% rausgegangen. Und die sagen sich, was sollen wir jetzt anders machen, damit es anders kommt? Und ich glaube, da muss die SPD dann auch vielleicht weniger immer nur in der Sache hart arbeiten, sondern das auch nach außen klar vertreten, was wir durchsetzen und was wir machen. Und auf der anderen Seite auch sagen, wie bei dem Thema Gleichstellung von Lesben und Schwulen, es scheitert in diesem Punkt an Merkel, es scheitert an diesem Punkt an Merkel oder an Herrn Kauder. Und das muss man eben auch klar machen. Aber ist die Frage, ist schlecht verkauft? Kann das sein? Das gehört bestimmt dazu. Mhm. Nein, ich gebe Ihnen mal eine andere Antwort. Die SPD hat nach 2009 keine Analyse der Niederlage gemacht. Natürlich hat sie Minister gehabt, die emsig gewesen sind. Manche waren auch fleißig und einige haben auch gute Ergebnisse erzielt. Aber die Partei hat in dieser Periode sich selbst Hacken gestellt. Das sind nicht die immer 4 zitierten Vorsitzenden, die ja gewechselt haben, sondern es ist vor allen Dingen der Schlag gegen Beck, der, egal welches Ansehen er hatte, aber zumindest in einer Zeit geführt worden ist, wo die Partei sich gerade anfing aufzurappeln. Denn Kurt Beck hat gesagt, Mitglieder erst einmal stabilisieren, Mitglieder gewinnen, das ist jetzt die Aufgabe. Er ist abgelöst worden durch den Putsch von Müntefering und Steinmeier. Und was macht Herr Steinmeier nach dem Wahlergebnis 2009? Er erklärt, er wolle jetzt Partei- und Fraktionsvorsitzender werden. Jetzt ist er immer noch im Amt. Das ist, wenn man jetzt das vergleicht mit dem Verhalten von Grünen, würde ich sagen, warum ist Herr Steinmeier immer noch so da? Es ist ja ein Teil des Gefühls, dass man sagt, das Personal, was 2005 bis 2009 drin war, tritt jetzt wieder an. Es tritt wieder an Steinmeier und Gabriel. Könnte es zu einer Abrechnung kommen? Also könnte es jetzt eigentlich sozusagen, endlich kann ich mich mal äußern, endlich kann ich abrechnen damit? Geht nicht. Mit der Agenda, mit der großen Koalition beim letzten Mal? Geht nicht, sondern die Frage ist, ob die Mitglieder es wirklich so sehen. Also ich glaube einfach mal, Frank-Walter Steinmeier hat innerhalb der SPD
und wer bei uns in die Ortsvereine geht, in die Unterbezirke, einen großen Respekt, viel Sympathie. Und ich habe das ja gesehen, wie das bei den Grünen gelaufen ist. Die Frage, ob die Grünen jetzt zum Beispiel mit der CDU hätten koalieren können, hätte anders ausgesehen, wenn sie ihre alte starke Führung gehabt hätten, die sie damit durchgezogen hätte. Und das hätte vielleicht erfolgreich sein können. Aber die haben jetzt Nobodies, die keiner kennt, die in der Partei auch keinen Schwung entwickeln, die nicht mitziehen. Und deswegen sind die Grünen für die nächsten 4 Jahre nicht im Spiel. Ja, so, das heißt, wenn man alle abräumt, von denen man glaubt, sie hätten hier oder da was anders machen sollen, dann steht eine Partei auch selten positiv da. Und deswegen glaube ich, um auf diese Befragung zurückzukommen, da ist viel Frust da. Und auch viel Irrationalität. Aber ich glaube, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die von Sigmar Gabriel und den Teams verhandelt worden sind, die sind in vielen Punkten so, dass man sie als Sozialdemokrat vertreten kann. Man muss eben aber auch vertreten, dass vieles dabei ist, was wir nicht wollen. Genau, und nur den letzten Halbsatz, Entschuldigung. Ja. Der letzte Halbsatz heißt, wenn dann jemand wie Frank-Walter Steinmeier in seinem letzten Jahr als Außenminister faktisch steht und die Hände bringt und sieht, Frau Merkel nimmt ihn alles weg und selbst vom Typ jemand ist, den man zur Schlacht tragen muss und der die Auseinandersetzung nicht wagt. Und nun wird Ressort sozialdemokratische Außenpolitik und Personen diskutiert, dann kommt natürlich viele sagen, Mensch, schon wieder mit dem Steinmeier, der hat damals nicht so gut abgeschnitten, hat zwar inzwischen dann gelernt, Oppositionsführer zu sein im Parlament, aber also es kommen Dinge zusammen, die nicht aufgeklärt worden sind und das führt dazu, dass viele immer sitzen und sagen, na, wieder mit denen und das kann nicht gut gehen oder aber so. Aber Sie machen das an Herrn Steinmeier fest? Naja, nur als Beispiel, weil das ist sozusagen eine gewisse Berichtslogik. Also ich weiß nicht, wie tief die Rente mit 67 noch sitzt zum Beispiel, die ausgerechnet ein SPD-Arbeitsminister durchgesetzt hat. Ja, Herr Müntefering hat das gemacht, gut, aber es war schon Beschluss der vorangegangenen Koalition. Aber da bei der vorangegangenen Koalition und der Agenda 2010 wird sehr häufig vergessen, dass durch die Mehrheit, die die Union im Bundesrat hatte, sehr viele Veränderungen passiert sind, die überhaupt nicht im Originalentwurf drin gewesen sind. Aber der Bericht ist das Wissen. Jetzt justiert man ja eigentlich auch wieder, indem man sagt, okay, Leiharbeit, wir wollen die beispielsweise besser kontrollieren, Mindestlohn und so weiter. Man justiert ja das, was damals Agenda 2010 war, jetzt nach. Wie kommt das bei den Mitgliedern an? Man justiert nicht die Agenda 2010 nach, in dem Sinne, dass man sie konterkariert, sondern ich glaube, auch Schröder hat ja gesagt, das ist nicht in Bronze gegossen, vom Himmel gefallen und darf nie mehr verändert werden. Man muss einfach gucken, da wo es Missbrauch gegeben hat, da wo Sachen anders sich entwickelt haben, als wir uns das vorgestellt haben. Da muss man, unter Schröder hieß das, nachbessern. Dann muss man halt gucken, wenn die Lebensrealität eine andere ist, da muss man schauen, was geht. So, und wir haben zum Beispiel bei der Rente mit 67 immer vorgehabt, dass diejenigen, die körperlich nicht können, dass man denen eine Möglichkeit gibt, auszusteigen. Und wenn man jetzt sagt, jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat, kann mit 63 in Rente gehen und andere, die erst mit 27 oder 28 auf dem Arbeitsmarkt erscheinen, die arbeiten dann mit 67, ehrlich gesagt, das kann ich vertreten. Das finde ich vernünftig. Ja, aber das ist doch nur ein Teil, Herr Kahrs. Also da muss ich mich schon ein bisschen wundern. Ich meine, Sie waren ja immer ein Verfechter der Agenda und auch der Regierungspolitik. Sie können das doch nicht sozusagen nur isoliert sehen, sondern das sind Beschlüsse, die auch eine Generationenfrage stellen. Erstens, nämlich wer bezahlt's? Vorwiegend die Jüngeren. Und zweitens, also eins muss man schon mal sagen, die SPD ist in diesen Wahlkampf gegangen mit der Ansage, Reichere härter rannehmen. Und geht raus mit einem Koalitionsvertrag, in dem nicht nur das nicht drinsteht, sondern wo durch erhöhte Sozialbeiträge bzw. Nicht gesenkte Rentenbeiträge und einige Ausgaben auch über Steuern Jüngere und Arbeitnehmer natürlich zusätzlich belastet werden. Also das wird für Sie auch noch ein großes Problem in dieser ganzen Debatte mit der Basis. Und das ist alles schön und gut mit Korrekturen an der Agenda 2010. Aber ehrlich gesagt, reden wir da bei den Dingen an den eigentlichen Problemen, die das verursacht, vorbei. Also Herr Fried, in der Sache, das überrascht mich auch als Parteirechter, dass Sie das nicht so hervorheben. In der Sache kann ich Ihnen ja recht geben. Wir haben gesagt, jawohl, wir wollen Steuern erhöhen. Daran haben wir uns nicht durchgesetzt. Ich habe am Anfang auch gesagt, wir haben viele Dinge durchgesetzt. Über einiges ärgert man sich und einiges fehlt. Das fehlt. Zum anderen ist es auch so, dass es in meinen Augen falsch ist, die Punkte, die mit Rente zu tun haben, über die Sozialkassen zu finanzieren. Das haben wir als Sozialdemokraten zu Zeiten von Helmut Kohl immer kritisiert, weil das nicht in Ordnung ist. Und deswegen haben wir jetzt durchgesetzt, dass zumindest es einen kleineren Betrag, 2 Milliarden jedes Jahr als Zuschuss in die Rentenkasse gibt. Das ist zu wenig. Es hätte mehr sein müssen.
Aber das ist eben einer der Punkte, wo wir uns nicht durchgesetzt haben gegen die CDU. Und ehrlich gesagt, ich verstehe auch die CDU mit ihrer Logik da nicht. Nur um an diesem Mantra festzuhalten, keine Steuererhöhung, haben sie es zugelassen, dass sowas über die Kassen bezahlt wird. Und eigentlich war bei denen ja auch mal auf der Agenda, dass man die Beiträge absenken muss. Mit diesem Koalitionsvertrag lassen aber auch Sie das dann zu, sollte der zustande kommen. Und wenn wir uns den Mindestlohn noch mal angucken, wo immer auch dort gesagt wurde, Mindestlohn, ohne Mindestlohn läuft hier gar nichts. Aber der ist doch halbgar. Erst irgendwann 2017 mit vielen Ausnahmen. Hat die SPD nicht auch tatsächlich bei vielen Sachen eher die Ausnahmen mit drin? Also bei dem Mindestlohn ist es ja so, dass der 2015 anfängt. Mhm. Und die Ausnahmen, die es gibt, sind die, die der DGB und die Gewerkschaftschefs der einzigen Gewerkschaften von uns haben wollten. Nämlich die laufenden Tarifverträge, die bis Ende 2016 laufen oder eher auslaufen, aber der letzte läuft Ende 2016 ab, dass man die respektiert. Dass man respektiert, dass es eine Tarifhoheit der Gewerkschaften, der Tarifpartner gibt. Und das haben wir denn so eins zu eins, wie es mit dem DGB und den Einzelgewerkschaften abgesprochen war, damit reingeschrieben, weil wir gesagt haben, dass wir auch die Kritik, dass man eben nicht per Gesetz die Tarifautonomie beseitigen kann, sondern in den Punkten, wo die Gewerkschaften einen anderen Tarifvertrag haben und nicht diese christlichen Gewerkschaften, sondern die richtigen, da ist es so, da haben wir das so durchgesetzt. Deswegen ist es ein Mindestlohn, der zum 01.01.2015 kommt. Die Technik geht auch viel gar nicht eher. Und alles andere ist mit den Gewerkschaften so abgesprochen. Und ich glaube auch, wenn man an die Tarifautonomie glaubt, ist das in Ordnung. Und deswegen ist er weder durchlöchert noch sonst irgendwas. 2014 können die Gewerkschaften ins Tarifgebiet Ost gehen, wo sie unterversorgt sind. Und die dortigen Tarifpartner veranlassen, Tarifverträge abzuschließen mit Löhnen für 7,98 Euro, 8,32 Euro, die dann bis Ende 2016 bestehen werden. Aber dann haben wir sehr viel mehr tarifliche Vereinbarungen in den ostdeutschen Ländern, als wir sie gegenwärtig haben. Aber nun kommt tatsächlich die Kritik von auch einigen SPD-Mitgliedern, die sagen, das ist alles so ein bisschen halbgar. Ist da wirklich was dran? Nein. Also halbgar ist, die Summe ist fest. 8,50, das war die Markierung, das war auch vorher schon, bevor er unterschrieben war, vereinbart. 8,50 ist auch für die gut, die bisher weniger bekommen. 8,50 ist ein Problem für die, die in tariflich vereinbarten Bereichen arbeiten, wo diese Löhne niedriger sind. Die hätten sich das gleich gerne gewünscht. Aber das ist, dann wäre ein Konflikt mit den Gewerkschaften aufgetreten. Und insofern müsste man natürlich auch fragen, Sigmar Gabriel hat ja gesagt, er unterschreibt keinen Koalitionsvertrag, in dem nicht doppelte Staatsbürgerschaft drin ist. Und beim DGB hat er wohl gesagt, er unterschreibt nichts, was die Gewerkschaften nicht unterschreiben können. Da müsste er eigentlich noch mal eine Abstimmung unter den Gewerkschaftern machen. Nur ich erinnere mich, dass er ungefähr 32% der Gewerkschafter für die Union gestimmt haben. Und die gewerkschaftlich organisierten Frauen mehrheitlich sogar für die Union. Also ob er da das alle kriegen würde, weiß ich nicht so richtig. Nun wird es am 14. Dezember feststehen, ob und wie die SPD-Partei entschieden hat, wie die Mitglieder entschieden haben. Wenn es jetzt so sein sollte, dass sie sagen, nein, ist dann damit Gabriel weg vom Fenster? Ich finde, da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Wenn er mit seinem Namen dafür steht, muss er dann auch mit seinem Namen als Parteivorsitzender zurücktreten. Was soll sonst übrig bleiben, Herr Kahrs, sagen Sie es mir. Wie sieht es denn aus mit den anderen Parteien, mit der Parteispitze? Nee, da würde ich dann schon mehr mitnehmen, in der Tat. Also, wenn eine gesammelte Parteispitze dafür wirbt, die eben beim Parteitag ja schon einen kleinen Dämpfer bekommen hat. Und das haben sie durch die Bank bekommen. Bei ein paar habe ich es sogar gar nicht verstanden. Die jetzt durch die Lande ziehen, auf Regionalkonferenzen dafür werben. Und dann kriegen die nicht vielleicht sogar nur eine knappe Klatsche, sondern eine richtige. Dann weiß ich nicht, was eine andere Konsequenz wäre, in der Tat. Und das wären dann mehr als nur Herr Gabriel. Da würde es Ihnen gehen wie den Grünen. Da haben Sie gerade gesagt, ach, da waren so ein paar vier Nobodies jetzt auf einmal da. Was machen Sie denn dann? Ich glaube, dass die Situation für uns richtig schwierig wäre. Wenn wir das verlieren, dann heißt das für uns, dass es keinen Koalitionsvertrag gibt. Ich glaube auch, dass es dann, weil es ja keine Minderheitsregierung und alles, was immer erzählt wird, geben wird, sondern es gibt dann Neuwahlen. So, und wenn man Neuwahlen hat, hat ein Parteivorstand, der desavouiert ist, keinen Kanzlerkandidaten, der sich so anbietet, dann haben wir als Sozialdemokraten ein echtes Problem. Und da kommen wir auch nicht heilbar raus. Aber wieso muss sich denn Herr Gabriel dieser Logik unterwerfen?
gefragt ist die Zustimmung der Mitglieder zum Koalitionsvertrag. In der ersten Hälfte der ganzen Argumentationskette war die Kopplung überhaupt nicht vorhanden. Später hat er sich das dann angeeignet, indem er nämlich erklärt hat, dieses, was ich vorhin sagte, Schädigung der Partei, heißt eigentlich, ihr demontiert euren Vorsitzenden. Und es bleibt mir dann ganz anders überzutreten. Er hätte eben so hinstellen können und sagen, Leute, dann habe ich eben es nicht geschafft, euch zu überzeugen. Aber das hat ja nicht meine Gesamtarbeit als Parteivorsitzender berührt. Ebenso wenig wie Wovereit trotz aller Versäumnisse bei Berlin-Brandenburg-Flughafen sein Schicksal nur an dieses Projekt köpfen könnte. Hat Gabriel es jetzt gemacht, hat gesagt, also Entschuldigung, anders macht es jetzt Gabriel, sagt, ich knüpfe mein Schicksal an die Koalition, anstatt zu sagen, ich knüpfe mein Schicksal an die Vorbereitung auf die Wahl 2017. Der wäre eine Alternative gewesen. Es gibt so eine gewisse Medienlogik, keine Kampagne. Aber so ein Meinungsklima, das mehr und mehr gesteigert worden ist. Und da hat Gabriel den Fehler gemacht, hat gesagt, auf diesen Zug springe ich auch, weil der wirkt. Der wirkt in der Tat. Und ich glaube, es kommt jetzt so eine self-fulfilling prophecy raus. Wenn das Projekt scheitert, wird Gabriel sagen, bin ich auch gescheitert. Es wäre vernünftiger gewesen, nach meiner Auffassung, er hätte sich bereits schon als Kanzlerkandidat installiert 2012 und hätte dann gesagt, ich habe eine Kampagne gemacht, da bin ich durchgesaust, jetzt habe ich noch eine Bewährungsfrist, wenn ich das auch schaffe. Wenn ich das schaffe, dann habe ich diese Scharte ausgewetzt, wenn nicht, dann seht ihr 2017 irgendjemand anders. Frau oder Mann, ich bin kein Prophet. Also ich glaube nicht, dass Herr Gabriel sich von uns Medien treiben lässt, das kann ich mir jetzt wenig vorstellen. Ich glaube schon. Also treiben, ja, von verschiedenen Dingen, auch von den Medien. Auch? Auch von den Medien, ja. Aber wenig. Also er hat ja, weiß nicht, ob er das auf den anderen Regionalkonferenzen gesagt hat, aber neulich sagte er, er wolle diesen Zusammenhang zwischen der Abstimmung und der Person nicht herstellen, aber die Basis möge sich doch bitte keine Illusion drüber machen, wie ein Parteivorsitzender dasteht, der so eine Schlappe einfährt. Also da gibt es eine gewisse Logik. Natürlich ist sie auch medial begründet, das stimmt schon. Ich finde, wenn es so käme, dann hat Gabriel vor allem das Problem, dass er völlig ohne Posten dasteht. In dem Sinne, dass die anderen, über die immer geredet wird, insbesondere Frau Kraft und Herr Scholz, die sind Ministerpräsidenten bzw. Bürgermeister in Hamburg. Das heißt, selbst wenn die als stellvertretende Parteivorsitzende zurücktreten, haben die immer noch ein politisches Gewicht. Und Sigmar Gabriel hätte es, wenn er denn bliebe, was ist das für ein Gewicht, was er als gescheiterter Parteivorsitzender oder in dieser wichtigen Frage gescheiterter Parteivorsitzender hat? Also da wäre ihm nur zu empfehlen, sich dieses wenig glorreiche Dasein nicht anzutun, glaube ich. Aber das macht die Sache natürlich auch ein bisschen schwierig, weil es sich komplett auf die Person Gabriel konzentriert. Die anderen bleiben dann noch da. Aber wenn ich den Satz noch sagen darf, eines muss ich schon mal sagen, der Kerl imponiert mir an der Stelle ungemein, denn er hätte es sich nach der Wahl leichter machen können, indem er gesagt hätte, die Stimmung ist eindeutig, 25%, wir machen das nicht. Und er tritt jetzt nicht auf demütig, sondern er hat auf dem Parteitag schon eine sehr, wie ich fand, zum Teil noch diffuse, aber in die richtige Richtung gehende Wahlanalyse hingelegt. Und ich will nicht sagen, er beschimpft seine Basis, aber er sagt ihr schon sehr klar, worum es hier geht und wofür er steht. Insbesondere auch, was die Alternativen angeht. Also, der gewinnt hier mal auf jeden Fall an Statur in der ganzen Geschichte. Herr Neugebauer, Sie sagen, Minderheitsregierung, Sie haben es gerade eher ausgeschlossen, käme doch in Frage. Also sollte das, wir wollen nichts herbeischwören oder wir können nicht spekulieren, aber sollte es nicht klappen, wäre dann die Minderheitsregierung tatsächlich die schlauere Variante für Deutschland? Eine amtierende Bundesregierung kann nicht zurücktreten. Die Kanzlerin kann nicht vor den Bundestag treten und ein Misstrauensvotum begehren, um dann zum Präsidenten zu gehen und sagen, bitte schön, ich habe keine Zustimmung mehr. Es muss erst eine Regierung gebildet werden. Die einzige Möglichkeit, eine Regierung zu bilden, zwei Möglichkeiten, die Grünen treten doch ein. Theoretisch muss man immer damit rechnen. Also oder es gibt Koalition, die Minderheitsregierung. Ja. Oder es gibt die Minderheitsregierung. Die Minderheitsregierung kann im dritten Wahlgang mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen realisiert werden. Wenn die SPD nach der Schlappe bei der Abstimmung sagen würde oder die SPD-Führung sagt, gut, okay, wir werden Frau Merkel nicht zustimmen, aber wir unterhalten uns im dritten Wahlgang der Stimme, dann haben wir die Minderheitsregierung. Und ich möchte mal bitte die Union sehen, wenn die mir sagt, ach nee, wir stellen Frau Merkel nicht als Kanzlerkandidatin auf. Ja, dann können die sich auch erledigen. Gut, und dann kann Frau Merkel durch ihre vielleicht dann noch zu entwickelnde Regierungskunst auf so eine Situation hin, wo sie dann dem Bundespräsidenten klar macht, über Misstrauensvotum, es geht nicht anders als über Neuwahlen.
Wieso schafft es denn? Ich meine, gut, Länderregierung will ich nicht vergleichen, aber es gibt Staaten in Europa, die das geschafft haben, mit Minderheitsregierungen gut zu machen. Bei uns haut es nicht so richtig hin. In die Tradition der politischen Kultur passt es nicht so richtig rein. Und es hat auch sehr viele Vorbehalte. Aber das über eine Minderheitsregierung zu Neuwahlen, okay, aber sofort Neuwahlen, wie wollen Sie das schaffen? Also wenn ich das mal sagen darf, ich glaube, eine Minderheitsregierung, zum Beispiel in Skandinavien, da wo es die ja manchmal gibt, ist es ja, ja so, da haben sie links und rechts jeweils Parteien und dann sucht sich die Regierung ihre Mehrheit. Hier ist doch das Problem, wenn Frau Merkel da sitzt, dann hat sie nur auf der linken Seite drei Parteien und die werden dann fröhlich im ersten halben Jahr ihrer Minderheitsregierung beschließen, doppelte Staatsbürgerschaft, Lesben und Schwulen, Minder, also alles das, was wir gerne so schön finden. Und dann muss sie das durchführen. Ehrlich gesagt, wie lange hält sie das durch? Ja, das zwei wird, Wochen oder drei das, Wochen? Das, nicht mal das wird passieren. Natürlich nicht. Warum sollte Frau Merkel Dinge zur Abstimmung stellen, die Sie ihnen in den Koalitionsvertrag reinverhandelt haben, den die SPD dann abgelehnt hat? Ja. Gar nichts wird sie tun. Ja. Und in dem Moment, wo Sie anfangen, also nicht Sie persönlich, sondern diese drei linken Parteien, ja dann probieren wir es halt mal. In dem Moment geht sie zum Bundespräsidenten und sagt, bitteschön. Ja. Aber deswegen wird es keine Minderheitsregierung geben. Es gibt ja auch viele, auch in meiner Partei, die diese große Koalition nicht wollen. Die sagen, ja, rot, also schwarz-grün oder eine Minderheitsregierung oder rot-rot-grün. Und da muss man immer wieder sagen, das ist mehr so der Ausfluss von wünscht dir was, wenn ich jetzt Kollege Nahles wäre, würde ich vielleicht singen, nicht mal ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber das ist natürlich nicht so, sondern da muss man einfach klar sagen, wenn das jetzt nichts wird, dann... Wir hätten auch gerne einen aus dem linken Flügel hier gehabt, das war etwas Neuwahl. Schwierig mit in die Runde zu bekommen. Da hätten wir vielleicht noch mal auch mehr zu Rot-Rot-Grün gehört. Aber nur diese eine, wie sollen dann jetzt Neuwahlen zustande kommen? Wenn sich keine Regierung bildet. Ja, dann muss der Bundespräsident davon überzeugt werden, dass niemand da ist, der im Bundestag bei einem der drei Wahlgänge eine Mehrheit findet. Mhm. Gut, ja. Also, die Technik, also muss jemand aufgestellt werden. Die Technik kann man ja diskutieren, aber am Ende wird es dabei rauskommen. Also vom Ende diskutiert wird es das nichts Stabiles geben. Wir sind hier schließlich hier in Deutschland. Das ist, wir haben eine Euro-Krise, das geht nicht. Wir haben eine Euro-Krise, wo habe ich im Wahlkampf gar nichts gehört? Aber also können wir abkürzen. Ja, Sie haben ja recht, dann soll sie sich wählen lassen. Ja. Und dann stellt sie einen Gesetzentwurf hin, wir senken die Einkommensteuer um 10%. Die Abstimmung verliert sie und dann bittet sie, dann macht sie einen Misstrauensvotum. Also das haben wir doch alles schon exerziert mit Schröder. Es geht nur um diesen normativen Aspekt. Ja, ist egal. Ich glaube, wir können das abkürzen. Kann man eine gute Geschichte finden. Ja. Werden wir vor Weihnachten irgendwie eine neue Regierung haben? Wie pessimistisch, optimistisch sind Sie? Oh je, muss ich wetten? Nicht wetten, einschätzen. Wetten ist immer gemein. Ich denke, das wird funktionieren. Mhm. Ich kenne auch nicht 470.000 SPD-Mitglieder. Aber wenn Herr Gabriel so weitermacht, wie er das im Moment tut, da gebe ich auch Herrn Nico Fried recht, das macht er richtig gut. Großartig, ja. Dann könnte das funktionieren und dann haben wir Weihnachten in der Regierung. Ja. Ruhe, haben Sie gesagt, eine oder? Regierung. Ach so, ich habe verstanden, dann haben wir Weihnachten Ruhe vielleicht auch. Ruhe. Also fänden wir auch mal gut als Berichterstatter, ein bisschen Ruhe. Herzlichen Dank an Sie für die spannende Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Und ja, wir werden dieses Thema weiter begleiten. Wir haben erstmal keine Ruhe, das geht tatsächlich jetzt noch weiter. Man muss aber wirklich dazu sagen, es ist einfach unglaublich spannend, was da momentan passiert, denn diesen Fall hatten wir noch nicht. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen sehr schönen Abend bis dahin. Tschüss.